wichtig beim Schwimmen ist nicht nur der Rhythmus, sondern auch das tägliche Training. Das größte Ziel der Sportler sind die Olympischen Spiele. Natürlich möchte ich am Podium stehen und dafür kämpfe und trainiere jeden Tag. Deshalb bin ich einfach in meinem Element. Zum letzten Mal ein herzliches Hallo hier an diesem letzten Veranstaltungsnachmittag aus der Grazer Auster zur 75. österreichischen Staats-Junioren- und Nachwuchsmeisterschaft. Bevor es richtig losgeht, stellen wir wieder vor unseren
Technical Meeting Director Herbert Schumm. Und begrüßen unsere beiden Schiedsrichter Hans-Jörg Zamponi und Andreas Machörnl. Ebenso hallo zu Christian Affenzeller und Lena Moser als zweite Starter. Bevor es mit den letzten Bewerben losgeht, hier ein kleiner Überblick. Finale der 100 Meter Schmetterling, danach 400 Meter Lagen und dann 200 Meter Freistil. Und wir beginnen mit der ersten Aufstellung. Auf Bahn 0 Flora Klimisch, auf der 1 Miriam Langhofer, auf 2 Katrina Gaber, auf 3 Magdalena Meyer. Auf Bahn 4 Laura Kurzewski, Bahn 5 Alina Weirer, auf 6 Juliana Frohnwieser, Bahn 7 Rosalie Piens, auf 8 Hanna-Marie Erich und auf der 9 Sarah Smarikova. Schnellste bei der Wende mit 30,94, Meier. Zum letzten 25 Meter. Als erste mit 1:07:13 Magdalena Meyer vom EW Donau SC 1903. Also ich bitte die jungen Damen, das Becken rasch zu verlassen. Finale 100 Meter Schmetterling der Damen. Auf der 9 Nathalie Juliane Anziger. Auf Bahn 0 Snejana Popov vom SV Kapfenberg. Auf der 8 Chiara Fürst vom 1. LSK Heindl. Auf der 1 Tabea Huis und Make It Swim. Auf der 7 Katharina Pasta vom SV Simmering. Vom Schwimmverein FK Spital auf der 2 Maria Jelic, auf Bahn 6 vom ASV Wien Helin Dilice, vom SVS Schwimmen auf Bahn 3 Alberta Gava und auf der 5 vom Tiroler Wassersportverein Lisa Süßer.
zweitschnellste gestartet. Tabea Hulz auf der Bahn 1. Und Lena Greundl, schnellste bei der Wende mit 28,11, gefolgt von Süßer und Gaber. Und Greundl schon bei der 25-Meter-Marke. Und die letzten Meter für Greundl. Sie schlägt an mit einer Zeit von 1:00:31. Lena Greundl vom Austria OSV. Lauf ist komplett und okay. Und ich bitte die Damen, möglichst rasch das Becken zu verlassen. Nächster Lauf, 100 Meter Schmetterling, der Herren B-Finale. Auf Band 0 Johannes Dietrich, auf der 1 Johannes Hochmeister, auf 2 Ben Herrmann, auf der 3 Dietmar Stockinger, auf 4 Luka Mladenovic, auf Band 5 Valentin Bayer, auf 6 Alexander Jaksche, auf 7 Leon Opertrill, auf Band 8 Mixer Barat und auf der 9 Clemens Freudenthaler. Schnellster beim Start, Ben Herrmann auf Band 2. Und als erster bei der Wende, Jaksche mit 24,85 vor Stockinger. Bei der 25-Meter-Marke und die Platz 1 sichert sich mit 57,76 Mladenovic, Luka Mladenovic von der Schwimmunion Generali Salzburg. Gestern ist ein Jugendrekord aufgestellt über 400 Freistil. Bitte wieder das Becken verlassen, bitte rasch nach links aus dem Wasser.
100 Meter Schmetterling der Herren, A-Finale. Auf Bahn 9 vom SC im Theresianum, Benjamin Fritum. Auf der 0 von der Schwimmunion Mödling, Sebastian Giefing. Auf 8 vom SV Friesen-Wien, Matthias Lackner. Vom Tiroler Wassersportverein auf Bahn 1, Pascal Lieberder. Auf der 7 vom Askö SC Steyr, Marvin Miegelbauer. Vom SV Simmering auf Bahn 2, Andreas Ritzek. Vom SV Wörthersee auf der 6, Marc Horvath. Auf der 3 vom ASV Linz, Paul Espenberger. Auf der 5 vom USC Graz, Philipp Mathieu. Und auf der 4 vom Schwimmverein FK Spital, Heiko Giegler. Gestartet. Den österreichischen Rekord hält hier Dinko Jukic aus dem Jahr 2012. Olympisches Limit wäre bei 51,96 und WM-Limit 51,96. Zum ersten Badewende Heiko Giegler in Führung vor Mathieu und Espenberger. Und schon bei der 25-Meter-Marke eine Körperlänge voraus Heiko Giegler. Und dahinter geht es um den zweiten Platz. Und Heiko Giegler schlägt an mit 53,23. Heiko Giegler vom Schwimmverein FK Spital vor Espenberger und Philipp Mathieu. Lauf ist komplett und durch und bitte die Herren, möglichst rasch das Becken zu verlassen. Schnell das Becken verlassen. Nächster Bewerb, 400 Meter Lagen der Damen B-Finale. Auf Bahn 0. Clara Zach-Kiesling, auf der 1 Sarah Plattner, auf Bahn 2 Paula Niederacher, auf der 3 Hanna Zach-Kiesling, auf 4 Alexandra Maikutz, auf Bahn 5 Viola Schwarz, auf der 6 Elena Keinz, auf 7 Lara Joy-Schwerkofer und auf der 8 Florine Schachner. Thank you.
erste Wende und in Führung Maikut mit 34,08 vor Plattner und Schöckhofer. Alle drei gleich auf und Platter vor Maikut und Schöckhofer. Nach 200 Metern in Führung Schöckhofer mit 2,35,71 vor Marc Kurz und Sarah Plattner. Kiesling, dritte. Letzten Wende liegt Mike vorne vor Schöckhofer und Hanna Zach-Kiesling. So, letzte Wende für Maikut vor Schöckhofer und vor Hanna Zach-Kiesling. Mit einer Zeit von 5 Minuten 23,73 schlägt an vom SC Herkor Wien Alexandra Maikut.
Arthur Schreckhofer und Hanna Zach-Kiesling. Und wir bitten die Damen bitte möglichst rasch aus dem Wasser. Finale 400 Meter Lagen der Damen. Aufstellung vom Wiener Aquatic SC auf Band 9 Esme Dehan. Auf Band 0 vom Askö SK Traun Leni Sophie Kapfer. Auf Band 8 vom Eisenstädter Schwimmunion Martha Feigl. Auf Band 1 vom Versa TV 1862 Anna Klenn. Auf Bahn 7 vom ASV Wien Johanna Gebertz. Auf Bahn 2 vom SV Friesen Wien Alexandra Laura Spazei. Auf Bahn 6 vom SV Simmering Virek Gurko. Auf Bahn 3 vom SVS Schwimmen Fabian Pavlik. Und auf der 4 vom OSC Graz Claudia Hufnagel. Erste Wende Hufnagel mit 29,84 vor Grabowski und Spazei. .03.76 für Hufnagel nach 100 Metern. Und wir haben einen weißen Airpod gefunden. Ein weißer Airpod ist bei uns abzuholen. Führung Hufnagel vor Grabowski und vor Pavlik. Wir sagen auch noch einmal Hallo zu unseren Zusehern, die via Internet-Streaming hier mit dabei sind, die reinschauen. Schön, dass ihr Zeit findet.
Grabowski, holt auf. Wir sind bei der 300-Meter-Marke. Und Hufnageln vor Grabowski. 1200. Und hier wird es spannend an der Spitze. Es geht zur letzten Wende. Und der Rhythmus wird schneller. Und Grabowski jetzt vorne. Vor Hufnagel. Grabowski hat ja olympisches Limit geschafft, über 200 Rücken. Und die letzten 10 Meter, beide fast gleich voran. Und als erstes schlägt an Hufnagel mit 4,52,89 vor Grabowski mit 4,52,93. Ein starkes Finish hier. Wir haben eine Disqualifikation für Bahn 5, Frühstart. So, bitte die Damen das Becken verlassen, bitte nach links aus dem Wasser. Zum nächsten Bewerb, 400 Meter Lagen der Herren, B-Finale, auf der 0, André Kadinovic, auf der 1, Leon Trattler, auf Bahn 2, Adrian Karl, auf der 3, Kilian Kamli, auf der 4, André Makarenko, auf Bahn 5, Alexander Sekele, auf der 7, Fabio Schöckel, auf Bahn 8, Laurin Korber-Perner und auf der 9, Simon Petro. Schnellster Start. Korber-Perner auf der 8. Und erster bei der Zwischenzeit mit 29,52, Leon Trattler.
vorne vor Sekeli und Adrian Kahler. Sekeli vorne mit 221,60 vor Trattler. Und Kilian Kammel. Jetzt Kimmel an zweiter Stelle vor Makarenko. Und die letzten 50 Meter in Führung Sekeli vor Kilian Kammel und Makarenko. Und die letzten 10 Meter. Sekeli schlägt an mit einer Zeit von 4 Minuten 58, 38. Alexander Sekeli von der Eisenstädter Schwimmunion. Vor Makarenko und Kilian Kammel. Das Feld ist komplett und der Lauf okay. Bitte die Herren möglichst rasch das Schwimmbecken verlassen. Und
willkommen zum A-Finale 400 Meter Lagen der Herren. Auf Bahn 9 von der Sportunion City Natal Daniel Nick. Auf der 0 vom EB Donau SC 1903 Miksa Barat. Auf Bahn 8 vom ISV Wien Marc Gebert. Auf der 1 vom Tiroler Wassersportverein Florian Korber-Perner. Auf der 7 vom ISV Wien Konrad Kuckler. Auf Bahn 2 vom TS Dornbirn Max Halbeisen. Auf Bahn 6 vom Eisenstädter Schwimmunion Florian Schumich. Auf der 3 von der Schwimmunion Mödling Florian Stefanik. Bahn 5 Schwimmunion Generali Salzburg Luca Karl. Und auf der 4 vom ASKE SC Steyr Sebastian Stefan. Start Daniel Nick auf der 9. Letzter bei der ersten Wende mit 27,93 Stefanik vor Stefan und Schumich. Zusammen. Stefan und Stefanik. Führungsdrehe Stefan vor Luca Karl und Stefanik.
vorletzte Wende abgesetzt, Stefan, vor Karl und Stefanik. Stefan auf den letzten 40 Metern. Quer in Führung. Olympic Limit wäre 4 Minuten 15,84. Und er schlägt an mit 4 Minuten 26,37. Sebastian, Stefan vom ASK SC Steyr. Zweiter Luca Karl und dritter Stefanik. Der Lauf ist okay und ich bitte die Herren, das Becken bitte nach links verlassen. Bitte rasch den Pool verlassen. Zur Siegerehrung 100 Meter Schmetterling der Damen, A-Finale. Vorgenommen wird die Siegerehrung von Meeting Director Herbert Schön. Vorbereitungen und wir bitten auch die Schwimmerinnen zur Siegerehrung zu kommen Richtung Podest. Dritter Platz bei den 100 Meter Schmetterling der Damen A-Finale mit einer Zeit von 1:03,98 vom SV Simmering, Katharina Pasta. Silbermedaille mit einer Zeit von 1 Minute 1,77 vom Tiroler Wassersportverein Lisa Süßer. Und die Goldmedaille holt sich mit einer Zeit von 1:00,31 vom Austria OSV Lena Kreindl.
Wir gratulieren sehr herzlich und jetzt gibt es noch ein paar Siegesfotos. Zur nächsten Siegerung. 100 Meter Schmetterling der Herren, A-Finale. Bronzemedaille mit einer Zeit von 55,42 vom USC Graz für Philipp Mathieu. Auf dem zweiten Rang mit einer Zeit von 54,47 vom ASV Linz, Paul Espenberger. Und Gold mit einer Zeit von 53,23 vom Schwimmverein FK Spital für Heiko Giegler. Nächstes Finale, 200 Meter Freistil der Damen, B-Finale. Auf Bahn 0, Anna Loy, auf der 1, Emma Loy, auf Bahn 2, Laura Zwicke, auf der 3, Lisa Kralinger, auf 4, Annabel Ripfel, auf der 5, Caroline Schwarz, auf Bahn 6, Hanna Röser, auf der 7, Beatrice Weiß, auf der 8, Caroline Celine Wielmeier und auf der 9, Emily Wittmüller. Schnellste beim Start, Emma Loy auf Bahn 1. Schnellste bei der Wende, Hanna Röser mit 30,14 vor Schwarz. Und Wielmeier. Ein Trio in Führung. Wicke vor Röser und Schwarz. Schnellste bei der letzten Wende, Laura Zwicke, vor Röser und Schwarz.
Wer von den Damen schwimmt sich eher zur Siegeszeit? Bahn 2 vom EW Donau ESC 1903. Laura Zwicke mit 2 Minuten 10.04. Vor Hanna Röser und Annabelle Ripfel. So, bitte wieder das Becken verlassen. Bitte die Damen nach links das Pool verlassen. Wir kommen zum A-Finale 200 Meter Freistil der Damen. Auf Bahn 9 vom Schwimmverein FK Spital Rebecca Gretz. Auf Bahn 0 vom Schwimmverein FK Spital Sarah Zweibrot. Auf der 8 vom AT Graz Amelie Goriup. Auf Bahn 1 vom Make It Happen Swim Tabea Huis. Auf Bahn 7 von der Schwimmunion Mödling Nina Gangl. Bahn 2 SC IKB Innsbruck Lena Opertrill. Auf Bahn 6 vom 1. USC Traun Cornelia Pammer. Auf 3 vom USC Graz Claudia Hufnagel. Auf Bahn 5 vom ASV Linz Johanna Enkner. Und auf Bahn 4 vom SVS Schwimmen Marlene Kahler. Schnellster am Start, Tabea Huis auf der 1. Und schnellste bei der ersten Zwischenzeit. Hammer auf Bahn 6. Marlene Kahler schon gleich auf und knapp hinter Pammer. Marlene Kahler, ja, 2 olympische Limits geschwommen, über 800 und 1500 Meter Freistil. Letzte Wende in diesem Finale und Pammer vor Kahler. Und Lena Opertrill, Dritte. Und noch 25 Meter. Und Pammer und Kahler gleich auf. Und jetzt im Ziel mit 1,59,60 Marlene Kahler vom SVS Schwimmen vor Pammer und Lena Opertrill.
auch jetzt wieder, bitten wir die Damen, möglichst rasch das Schwimmbecken zu verlassen. Und eine glückliche Siegerin bitte trotzdem rasch das Schwimmbecken verlassen. Wir kommen zu den beiden letzten Finali. Auf Bahn 0 Maximilian Prax, auf der 1 Christoph Horki, auf der 2 Oliver Reitzer, auf der 3 Linus Lenkel, auf 4 Stefan Haider, Bahn 5 Max Fischer-Lehner, auf 6 Pascal Pavlik, auf der 7 Moritz Bayer, 8 Felix Müller und auf der 9 Jonas Hölpling. Führung Heiser auf Bahn 4 vor Lengle. Und Stefan Haider bei der 100 Meter Marke mit 55,47 vor Oliver Reiter und Fischer-Lehner. Letzte Wende für Haider, Fischer-Lehner Zweiter und Horki als Dritter. Und die letzten Meter für Stefan Haider vom SV Friesenwien und er schlägt an mit einer Zeit von 1,57,26 vor Fischer-Lehner 1,59,12 und Felix Müller mit 2,01,68. Lauf ist komplett, B-Finale. Und bitte die Herren, nach links rasch das Becken verlassen.
Und wir kommen zum letzten Finale dieser 75. österreichischen Staatsjunioren- und Nachwuchsmeisterschaft. 200 Meter Freistil der Herren. Und die Startaufstellung auf Bahn 9 vom Eber-Donau SC 1903. Kenan Emrovic auf Bahn 0 von der Schwimmunion Generali Salzburg. Samuel Tamm auf Bahn 8 vom Austria USV. Noah Herrmann vom SC IKB Innsbruck. Auf der 1 Benjamin Hasanovic. Bahn 7 vom ASV Linz. Paul Espenberger. Auf der 2 von der Schwimmunion Mödling. Sebastian Giefing. Auf der 6 vom SV Wörthersee, Max Horvath. Auf Bahn 3 vom SK IKB Innsbruck, Luis Kurz. Auf der 5 vom Wasserfreunden Spandau, Felix Auberg. Und auf Bahn 4 vom ASKÖ SC Steyr, Alexander Trampic. Schnellster beim Start, Paul Espenberger auf der 7. So, wer wird schnellster bei der ersten Wende sein? Trampic mit 25,56 vor Felix Auberg. Felix Auberg diese Woche zwei olympische Limits geschwommen, 400 und 800 Meter Freistil, und ist einer der fünf österreichischen Teilnehmer. Und Felix Auberg übernimmt die Führung vor Trampic. Aber auch Trampic will sich hier nicht geschlagen geben. Kurz vor der letzten Wende. Auberg vor Trampic. Und dritter Espenberger. Und gleich sind die Herren bei der 25-Meter-Marke. Und Felix Auberg gibt hier noch einmal alle Kraft und schlägt an mit einer Zeit von 1:47.16 vor Trampic 1:51.42 und Espenberger mit 1:52.17. Ganz knapp verfehlt das Olympic Limit, trotzdem ein starker Lauf von allen Schwimmern. Und dieses letzte Finale ist durch. Felix Auberg zurzeit nicht zu stoppen, wie auch unsere österreichische Sängerin Never Unstoppable.
Und während die Schwimmer das Becken verlassen, wird die Siegerehrung vorbereitet. Siegerehrungen werden vorgenommen vom Sportdirektor des OSV, Walter Beer. Siegerehrung 400 Meter Lagen der Damen, A-Finale auf dem dritten Rang mit einer Zeit von 05:04:32 vom SVS Schwimmen Fabienne Pavlik. Silbermedaille mit einer Zeit von 5:03:56. Vom SV Friesen-Wien, Alexandra Laura Spatzei. Und Staatsmeisterin mit einer Zeit von 4:52:89 vom USC Graz wird Claudia Hufnagel. Wir gratulieren selbstverständlich sehr herzlich. Und noch ein Selfie mit Walter Beer. Wir bitten alle Schwimmer zur Siegerehrung. Vierhundert Meter Lagen der Herren, A-Finale Dritter. Mit einer Zeit von 4:37:59 von der Schwimmunion Mödling, Florian Stefanik. Silbermedaille mit einer Zeit von 4:32:36 von der Schwimmunion Generali Salzburg, Luca Karl. Gold holt sich mit einer Siegerzeit von 04:26:37 vom ASKÖ SC Steyr, Sebastian Stefan. Wir gratulieren zum Staatsmeistertitel über 400 Meter Lagen der Herren A-Finale.
Und während hier noch Siegerfotos gemacht werden, wir haben bei uns zum Abholen einen Arena-Schwimmanzug, einen Rennanzug und ein Arena-Etui in Schwarz mit Inhalt bei uns abzuholen. Nächste Siegerehrung, 200 Meter Freistil der Damen, am Finale. Auf dem dritten Rang mit einer Zeit von 2 Minuten 03:84 vom SC IKB Innsbruck, Lena Opatrill. Silbermedaille mit einer Zeit von 2 Minuten 00:98 vom ersten USC Traun, Cornelia Pammer. Und neue Staatsmeisterin mit einer Zeit von 1 Minute 59,60 vom SVS Schwimmern wird Marlene Kala. Herzlichen Glückwunsch. Und Kompliment für die tollen Leistungen. Selfie mit Sportdirektor Walter Bär. Nächste Serie und letzte des Bewerbs der letzten 5 Tage, 200 Meter Freistil der Herren. Am Finale auf dem dritten Rang mit 1 Minute 52,17 vom ASV Linz, Paul Espenberger. Silbermedaille mit einer Zeit von 1:51,42 vom ASKÖ SC Steyr, Alexander Trampitsch. Gold in dieser Disziplin mit einer Zeit von 1 Minute 47,16 von den Wasserfreunden Spandau 04, die momentane 1 der Weltrangliste, Felix Auböck. Wir gratulieren den Schwimmern, den Siegern. Wir gratulieren allen Teilnehmern für die tollen Leistungen und Anstrengungen der letzten 5 Tage hier bei den 75. österreichischen Staatsjunioren- und Nachwuchsmeisterschaften hier in der Grazer Auster. Und wir verabschieden uns von allen Teilnehmern, von all jenen, die auch über den Internet-Livestream bei uns reingesehen haben, und wünschen alle eine gute und gesunde Heimreise. Und vor allem das Wichtigste, bleiben wir alle gesund.
und wir hoffen, bald wieder uns zu begegnen bei einem Schwimmevent in Österreich. Und wir bedanken uns bei allen Organisatoren. Bei allen Schiedsrichtern, bei allen Helferleins und auch beim Ralf für 5 Tage tolle Musik. Danke und auf Wiedersehen, Baba und Tschüss. Wichtig beim Schwimmen ist nicht nur der Rhythmus, sondern auch das tägliche Training. Das größte Ziel der Sportler sind die Olympischen Spiele. Natürlich möchte ich am Podium stehen und dafür kämpfe ich und trainiere jeden Tag. Deshalb bin ich einfach in meinem Element. Back in my zone now.